Kiew heute Morgen. In diesem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt ist eine Rakete eingeschlagen. Die städtische Feuerwehr ist vor Ort und versucht zu löschen. Innen sieht es jetzt so aus. Viele Wohnungen sind zerstört. Ein Bewohner berichtet. Es gab einen Knall. Etwas flog über uns. Ich kam zum Fenster und sah zunächst nichts. Nach der Explosion hatte ich von dort einen guten Blick. Ich konnte sehen, wie Fensterteile von beiden Seiten herunterfielen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein Amateurvideo zeigt, wie das Wohnhaus in der Nacht in Flammen steht. Die Nacht und der frühe Morgen in der Millionenstadt wurden von lauten Explosionen zerrissen. Immer wieder Raketenbeschuss. Die ukrainische Armee gibt an, zwei davon im Flug zerstört zu haben. Immer wieder Sirenen, die die ukrainische Zivilbevölkerung in der Hauptstadt in Schrecken und Todesangst versetzt. Tausende haben Schutz gesucht in U-Bahnhöfen. Wir waren nicht darauf vorbereitet, zu fliehen. Niemand hatte mit dem Kriegsbeginn gerechnet und dass sie direkt Kiew angreifen würden. Man wusste in der Panik gar nicht, wohin und wie man sich verhalten sollte. Die Menschen unter Schock, ungläubig. Viele versuchen zu fliehen. Dass der Andrang an den Grenzen zu den europäischen Nachbarstaaten im Westen bisher nicht noch größer war, mag daran liegen, dass es vielerorts schwer ist, voranzukommen. Seit dem gestrigen Morgen rollt die russische Militäroffensive von mehreren Flanken. Diese Rakete schlug in einem Wohngebiet von Kiew ein. Was haben die ukrainischen Streitkräfte dem entgegenzusetzen? Der Präsident organisiert nach eigenen Worten aus Kiew heraus den Widerstand. Seine Worte ein verzweifelter Appell. Ich habe 27 Staats- und Regierungschefs gefragt, ob die Ukraine in der NATO sein kann. Ich habe direkt gefragt. Alle haben Angst, keiner antwortet mir. Am späten Abend hatte er eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Russland hatte behauptet, nur gegen Militäreinrichtungen vorzugehen. Doch nach den Worten des ukrainischen Präsidenten aus der Nacht werden längst auch zivile Ziele beschossen. Putins Kriegserklärung, offenbar Zynismus. Ziel ist es, Menschen zu schützen, die 8 Jahre einem Völkermord durch das Regime in Kiew ausgesetzt waren. Wir werden uns für eine Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine einsetzen und diejenigen vor Gericht stellen, die viele blutige Verbrechen gegen Zivilisten begangen haben, einschließlich Bürgern der Russischen Föderation. Eine blutige Lüge als Auftakt zu einem blutigen Krieg. Ich bin hauptsächlich müde und verängstigt. Es ist ein Ausnahmezustand. Nichts davon fühlt sich real an. Keine Ahnung, wie ich das alles einordnen soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt heute früh nach Stunden der Beratung der EU-Staats- und Regierungschefs, dass der Kreml zur Rechenschaft gezogen werde. Man habe sich auf massive Sanktionen geeinigt, die auf 70% des russischen Bankenmarkts abzielten. Unterdessen erlebt die Ukraine eine Offensive, wie sie Europa seit langem nicht gesehen hat.